Sehr geehrter Herr Stadtbundenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, es wurde schon vieles gesagt, trotzdem habe ich mich jetzt auch noch mal zu Wort gemeldet. Wir haben heute bereits in der Haushaltsrede von Herrn Hartig gehört, wie wichtig Kultur für die Stadt Kassel ist. Ein genannter Teil davon ist auch das Dokumentinstitut, für das nun schon vor dem Bau und sogar vor der Entscheidung über den Standort, aber das wollen wir jetzt erst tun, das ursprünglich geplante Budget allein für den Bau mehr als verdoppelt werden musste. Finanziell gesehen scheint also alles geklärt zu sein. Nun soll heute, trotz Protesten von Geschäftsanliegern und einer Unterschriftensammlung von mehr als über 4000 Menschen, wir haben es schon gehört, der Standort noch schnell vor dem Jahreswechsel durchgedrückt werden. Kurz zum Vorgehen haben wir aber eben auch schon gehört. Erst galt der holländische Platz als alternativlos, jetzt wiederholt sich das ganze Spiel mit dem Karlsplatz. Wir wissen alle, dass damit der Parkplatz neben dem Karlsplatz gemeint ist. Erfreulich ist es, jahrelange Proteste gegen den Standort holländischer Platz und gegenüber dem Vorgehen, dass der Magistrat allein über die Standortentscheidung entscheidet, Wirkung zeigt. Aber so wie es jetzt gekommen ist, hatten wir uns das alle auch gar nicht vorgestellt, glaube ich. Scheinbar gibt es Alternativen, sonst wäre es nicht möglich gewesen, vom Standort holländischer Platz zum Standort Karlsplatz umzuschwenken. Offiziell wegen der Distanz zum Friedrichsplatz und Bedenken der Überlastung des Verkehrsknotenpunkts holländischer Platz sowie der anderen Widmung des Parkplatzes. Der Parkplatz neben dem Karlsplatz ist nämlich schon als Baufläche gekennzeichnet, am holländischen Platz hätte man sich etwas anderes überlegen müssen. Vermutlich stecken aber auch noch andere Gründe dahinter. Und auch die Tatsache, dass so viele Standorte geprüft wurden, zeigt, dass unsere Stadt viele potenzielle Standorte hat. Aber scheinbar beißt man sich gerne an einem fest, das ist schade und macht unflexibel. Zwischen der Hohen Botschaft, dass Land und Bund Gelder für den Bau eines Dokumentinstituts bereitstellen und heute erfuhren wir ein Trauerspiel mit vielen Akten. Standortdebatten, die keine Diskussion zuließen, unklare Konzeptbeschreibungen, die nicht wirklich konkretisiert werden konnten, schlechter Informationsfluss, ewiges Warten auf den nächsten Schritt, widersprüchliche Aussagen, wie der neue Standort wird belebt sein oder es wird gar kein Publikumsammlung im Dokumentinstitut geben. Und jetzt muss alles plötzlich ganz schnell gehen. Aber warum? Zur nächsten Dokumenta wird das Institut so oder so nicht stehen und vermutlich wird bis dahin nicht mal der erste Baustein gelegt sein. Also lassen Sie uns den Druck rausnehmen und mit Bedacht die bestmögliche Lösung für Kassel und das Dokumentinstitut suchen. Und die wäre? Es ist nicht so, dass jetzt mit dem Standort Karlsplatz alle jubeln, was nicht nur mit dem Standort, sondern auch mit der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen und kommuniziert werden, zu tun hat. Auch in meiner Fraktion gibt es dazu unterschiedliche Positionen, wobei weniger grundsätzliche Ablehnung gegen den geplanten Standort Karlsplatz als mehr eine ordentliche Portion Skepsis aufgrund der Vorgehensweise und Intransparenz. Und deswegen können wir der Vorlage heute auch nicht zustimmen. Das ständige Hin und Her und die Finanzplanung beim Bau des Instituts auf Kosten der Stadt Kassel führt bei allen dazu, das gesamte Projekt im Ganzen nicht mehr zu befürworten. Und das ist sehr schade. Der Fakt, dass die Stadt Kassel alle Mehrkosten alleine tragen würde, würde uns nur zum Verhängnis werden. Hätte man es nicht auch so wie die anderen Kosten, etwa die Betriebskosten pari-pari statt Land teilen können? Ein Institut ist schließlich auch Landessache und sollte auch von diesem ausreichend mitfinanziert werden. Die jetzt schon 7 Millionen extra im Haushalt für die nächsten Jahre werden nicht reichen, denn die Baukosten werden in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Dafür muss ich weder Architektin noch Stadtplanerin sein, um das zu prognostizieren. Würde das Geld stattdessen für das Dokumentinstitut für Kitaplätze eingesetzt werden, wären wir sofort dabei. Aber wissen doch genau, dass wenn das Geld nicht für das Institut eingeplant wird, es eben für die Schuldentilgung genutzt würde und das bringt ihnen wirklich keinem was. Zurück zur Sache. Bei einer Sache sind wir uns einig. Wir wollen keine Schnellschüsse mehr. So nicht. Großprojekte dieser Art, wie auch die Markthalle, die heute auch noch schnell verhandelt und abgestimmt werden muss, bedürfen Partizipationsprozesse. Da scheint die Stadt Kassel im Kinder- und Jugendbereich bei der Erstellung der Kulturkonzeption schon weiter zu sein. Denn in diesem Bereich gibt es Partizipationsprozesse und Beiräte, die den Entscheidungsprozess begleiten und mit ihrem Fachwissen bereichern. Es freut mich sehr, dass Herr Neuler solch eine Beteiligung bei der Ausschreibung ins Spiel gebracht hat eben. Ein Schritt vorher, also bei der Standortwahl, wäre auch gut gewesen. Ein Projekt gegen den Widerstand eines Teils der Stadtgesellschaft durchzudrücken, wird zum Scheitern verurteilt sein, sei es aufgrund der Größe des Gebäudes oder der Ausrichtung des Instituts an sich. Wir kritisieren das ganze Vorgehen des Magistrats im Zusammenhang mit dem Dokumentinstitut scharf. Es ist gekennzeichnet von Intransparenz, Verweigerung von Informationen sowie das Vorgehen, Fakten zu schaffen, die Informationen erst an die Presse zu geben und die Stadtverordneten und Betroffenen erfahren es dann auf diesem Weg. Weiterhin ist es schade, dass der Magistrat an seiner vorgefertigten Schlussempfehlung festhielt und sich nicht offen für Argumente von Anwohnerinnen, Wissenschaftlerinnen und Interessierten zeigt.
In die Parkplatzdebatte möchte ich hier gar nicht einsteigen. Ich denke, angesichts der Diskussion über Klima und Mobilität und für uns als Linke auch schon weit vorher sind Parkplätze nicht das Wichtigste in der Welt und auch nicht in der Stadt und kein Grund zur Blockadeentscheidung. Dass die Einzelhändler vor Ort angemessene Parkplätze zur Verfügung haben werden, sollte dieser Standort so kommen, sehe ich als selbstverständlich an. Noch ein Satz zu dem hier vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion. Wir lehnen auch diesen Antrag ab, da aus unserer Sicht für eine sinnvolle Prüfung aller Standortalternativen auch der Karlsplatz mit hineingehört. Und dieses Thema hat so viele Facetten, dass 5 Minuten niemals reichen. Wir hören die Glocke, deswegen habe ich mich auf eine Kritik der Finanzierung und des Vorgehens des Magistrats beschränkt, denn alle sachlichen Argumente wurden ausreichend breitgetreten und da kann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Ich ende mit dem abermaligen Appell an den Magistrat und die Stadt Kassel als Ganzes von dieser Art der Entscheidungsprozesse Abstand zu nehmen und Partizipation nicht nur bei Kulturkonzeption zu propagieren, sondern die gewählten Stadtverordneten darauf einzuladen, das mitzunehmen, wenn es große Investitionen in die Momente